da wären wir wieder zurück. Aloy, du bist hier. Genau, hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und hier machen wir dann auch jetzt weiter. Ich bin mal gespannt, was uns heute hier erwartet. So, rede mit Rost. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Was für eine Lektion ist das? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ich habe der krautigen Grata geholfen. Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. So, eine Stolperfalle haben wir ja nicht auch. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. So, ich werde dich nicht meiden. Also, Rost, ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Okay. Dann Zeit zum Ausruhen. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Jetzt ruhe ich am Lagerfeuer aus. Ach so. Ja, okay. Dieser Gesichtsausdruck. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Ja. Diese Leiche. Find's. Was für eine Bestie war das? Der Scheiß ist an. Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Ach, das ist noch nix. Oh, ja. Da gibt's Schlimmeres. Ich brauche nur hier vorne auf meine Donnerkieferfigur zu gucken, dann weiß ich, wovon ich laber hier. So. Heilende Kräuter werden wir brauchen. So. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Erstmal hier noch einen Pfeil herstellen. Diese Hütte. Ja. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Nehmen wir auch den Feuerpfeil jetzt verstehe. Benutzen. Verstehe. Oh ja, nehmen wir auch alles mit.
Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Ja. Achte auf die Umgebung. Ja, mal Wildschwein, Wächter, noch Wächter. So. Wir haben eine Leiche. So. Der ist da hinten am Scannen, dann können wir die hier direkt mal looten. Das brauche ich. Mal einen stillen Schlag von hinten. Zack. Down. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? So. Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Ja, hör mal auf zu labern kurz hier. Nicht wundern, wenn jetzt auf einmal die Grafik wieder besser wurde. Ich habe gerade gemerkt, dass ich noch auf den Stream-Einstellungen aufgenommen habe. Also, ja. Sollte jetzt alles wieder hinhauen. So. Hier haben wir noch heilende Kräuter. Hier haben wir noch einen Lootbeutel. So. So. Und noch ein bisschen... Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Heilkräuter. Heilkräuter. Was haben wir da oben? Schon noch mehr. Dann nehmen wir natürlich alles mit. Das werden wir nämlich gleich brauchen. So. Eine Holzhütte. Zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Miau. Miezetatze. Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. So. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Wenn in die Stolperfalle, ja. Wo kann ich meine Fallen aufstellen? Ich werde keine Stolperfallen benutzen, weil ich habe damit auch damals nie gespielt. Ich mag die Dinger nicht. Ich mach das mit den Pfeilen hier. Und Feuer, nee, so ein Feuerpfeil ist nämlich gegen Sägezahn recht effektiv. Das ist nämlich deren Schwäche. So, und werde ich nämlich gleich direkt in Brand setzen. Und noch mir schnell hier die Heilkräuter besorgen. So ein Sägezahn ist noch gar nichts. Wie gesagt, da kenne ich schlimmere Features. Sobald es in eine Frozen Wilds reinkommt, da wird's heftig. So. Gut, fangen wir an. Ich muss den Kampf gewinnen. Mist entdeckt. So, der steckt im Brand. Scheiße. Oh. Ja, huch. Ja, ich muss noch reinkommen. Tut mir leid. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen. Ah, Mann, ey, so. Das hat keiner gesehen. So, nochmal. Fangen wir hier von oben an. Ist entdeckt. Kommst zurück. Sehen, was der bringt. Ey, haut ab.
Ja, ich brauche meinen Präzisionsbogen wieder. Damit kannst du sehr viel Schaden austeilen. So, komm mal her. Weil ich, ob ich den auch hinten reinpieksen kann. Und nochmal schön viel Schaden reinzudrücken. Ob es geht. Ja doch. Jetzt oder nie. Jawohl. Mal noch einen Tank liegen. Wie gesagt, so ein Sägezahn ist noch gar nichts. Wenn ich an den Donnerkiefer denke oder an ich darf gar nicht so viel sagen, ne? Sägezahn ist noch gar nichts. Ich meine, Sägezahn war sehr schwer. Ich hoffe, es kommen keine stärkeren Kreaturen, weil es hat mich jetzt gerade alles abverlangt. Trotzdem erstmal looten. So. Loot. So, hier auch. Loot. Loot. So. Ach Mann, ey, scheiß Steam-Gedöns hier. Komm weg. So, haben wir da nochmal neue. Heilkräuter. So. Heilkräuter. Heilkräuter. Da haben wir sogar wieder neue Heilkräuter. So, und die Medizinbeutel auch nochmal voll machen hier, ey. So. Holz. So, jetzt können wir das Vieh loopen. Ja. So. Dann geben wir mal hier den schönen Loot. Sägezahnherz. So, direkt beim ersten Mal. Sehr schön. Weg damit. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung
und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Immerhin. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Okay, dann sehen wir uns im Mutterherz. Dann sehen wir uns im Mutterherz. Genau. Werden wir. So. Die Spitze des Schwers, abgeschlossen. Rostige Belohnungskiste, Fertigkeitspunkte und Erfahrungspunkte. So, dann gucken wir mal direkt. So, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Heute Knochen, Linsen und Herzen zu erbeuten. Ja, der ist auch sehr, sehr nützlich. Den gab es damals noch nicht. 20%. Schweren Waffen schneller, ja. Schwere Waffen kriegen wir erst später. Nee. Auf mehr Rohstoffe. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal den hier. Und dann, dass wir halt quasi Schnitzexperte machen können. So. Okay. So. Für mich. Dann bestimmt die nächste Hauptquest hier. Mit Mutterherz. Inventar, haben wir da was Neues? Ja, hier nur Rohstoffe. Dann haben wir hier eine Belohnungskiste. Oh ja, können wir alles nehmen. Können wir schon wieder was modifizieren hier? Fallen, Tränke? Nee. Rüste deinen Fallenbeutel. Ja, komm. Dann Mama. So. Munition. Jägerbogen. Ach so, ja. Fettes Fleisch. Okay, müssen wir ein paar Tiere jagen gehen. Was haben wir denn da? Ein Fuchs. Ach man. Es ist blöd mit Steam hier, ey. So. Ich guck mal gleich, ob man das umstellen kann. Und erlegt. Wildtier Kill. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Dann haben wir ein Schwein rumlaufen. So, dann erlegen wir dann noch schnell. Aber das auch schon. So. Wächter. Fuchs. Wildschwein. Rascheln der Blätter. Wie beruhigend. Ja. Sehr beruhigend sogar. Kann ich kommen. Fuchs. Fuchs. Kann ich kommen. So. Fettes Fleisch. Auch nochmal fettes Fleisch. So. Bräuchten wir aber noch ein bisschen mehr. Auch noch ein Fuchs rumlaufen.
Hallo Fuchs. Oh Mann. Die armen Viecher, ey. Der Hauptlässchen ist weggehoppelt. Ein Truthahn. Jetzt haut ab. Jetzt nicht mehr. Wildtier kill. Was will das Vieh denn? Zack. Nummer 1. Das ist Nummer 2. Erledige das. Kurz und schmerzlos. Oh nein. Noch ein. Zack. Abgeschlachtet. War auch noch zwei Ponys. Aus Metal. Zack. Rotten wir hier mal die ganze Mannschaft aus. Du bist erledigt. So, noch den Mächter da hinten, dann sind wir hier fertig. Guten Tag. Zack. Damn. So. Und Stufe 7 erreicht. Juhu. Ja, looten wir noch schnell alles hier. So, können wir ja hier jetzt hier den Schnitzexperte reinhauen. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal. So. Heilkräuter. Das brauche ich später noch. So. Ja, auch noch Loot. Zack. Ja, hier. Zack. Und das auch noch. So. Kann man hier noch irgend so Viecher rumlaufen? Kann man Hoppelhäschen rumlaufen? Erwischt. Brutal. So. Na ja, auch noch wieder Viecher rumlaufen. Dann laufe ich außen rum. So. Sollen wir sonst noch irgendwie Quests erledigen? Lass mal sehen. Ist hier nur noch die Hauptquest. Harriet brauchen wir nicht. Datenpunkte, ja, haben wir auch. Maschinen. Plünderer, ja, den haben wir jetzt gerade. Ach, wir haben vergessen, Sägezahn zu scannen. Naja, egal. So. Rohstoffe, ja. Kann ich mir jetzt was herstellen? Waffenbeutel. Ja. So. Hier Rohstoffbeutel, Modifikationsbeutel. Machen wir erstmal den. So. So, noch mehr jagen gehen. Truthahn! So ein Truthahn, oder? Ja, ist ein Truthahn. So. So, da. Ey, als ob die da immer noch liegen. Habt ihr kein Zuhause? Jetzt jagen sie mich. Nein, mein Loot! Ha! Nee, bin hier. Ah.
erste. Bin ich hin. Zack. So. Hätten wir die auch schon mal. So. Da läuft no Blasen. Mal eine neue bauen hier. So. Warum hoppeln nicht da vorne? Ich brauche die. Ach, eine Wohlzeitlupe. Toll, das erfahre ich jetzt erst. Und trotzdem verfehle ich. Super. Oh Mann, ey. War eine brachiale Herangehensweise, um ein Tier zu erledigen, aber ey, es funktioniert und das ist die Hauptsache. Nee, nichts hier. Nee. Okay, dann ist ja wahrscheinlich kein Wild mehr. Guck mal, da klommert's schon. Klommert's? Donuts? Keine Ahnung, fast dasselbe. Aloy. So. Wir müssen reden. Ja, dann. Nee, reden wir mal. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja. Noch nicht? Was, wenn ich noch nicht mache? Nein, noch nicht. Ich bin bald wieder da. Verstehe. Ich warte hier. Oh. Aloy, lass uns reden. Ja, Aloy. Komm. Dann reden wir mal. Bist du bereit? Ja. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Stimmt gar nicht. Denke, er wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Letzte Ratschläge. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Okay, dann. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Ach. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Als Amulett. Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden.
Das ist der Abschied. Dann auf nimmer wiedersehen. Boah. Oh Mann. Verstehe. Aber ich werde dich finden. Ja, das hört sich doch gut an. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Grafiktechnisch ist das echt schön, wa? Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. So. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Ja.